sind jetzt im Autosalon in Genf, die Augen leuchten. Jeder erinnert sich, als er klein war, hat er Prospekte angeschaut und hat sich gedacht, oh, das Auto, das will ich unbedingt haben. Das ist mein Traum. Wenn ich gross bin, dann kaufe ich das. Ja? Und vielleicht ist das heute realisierbar. Wer weiß? Wir werden nachher einen Spaziergang machen und werden uns die verschiedenen Modelle anschauen. Während der Sendung werden wir dann von hier einen Gump machen in drei verschiedenen Garagen in der Region Basel. Aber jetzt lassen wir uns verführen von diesen schönen Modellen, bunten Farben, jungen Damen. Und jetzt gehen wir zum VW-Stadt. Oh, das ist ja ein ganz modernes Auto. Flach, tief, da muss ich rein. Das ist wirklich ein Gadget, das man brauchen kann, wenn man daheim im Garten eine Strasse hat, die eben ist. Die müssen mal schauen hier. Die Karosserie ist ganz tief unten. Aber wenn man es sich leisten kann, warum nicht? Was uns aber jetzt interessiert, das ist Garage Schuhmacher in Metzelen. Und dafür gump ich jetzt dort an. Achtung! Wow! Wow! So, jetzt bin ich hier gelandet in Metzelen, mitten im Leimental. Herr Schuhmacher, es freut mich, das ist Ihre Garage. Sie führen die Garage in dritter Generation. Und ja, es wäre ganz schön, uns ein bisschen von dieser Garage zu erzählen, wie Sie dazugekommen sind. Sie haben hier als Kind noch gespielt, der Großvater hat Ihnen ein Auto repariert. Eben seit 1929 gibt es die Garage hier in Metzelen. Mittlerweile haben wir drei Betriebe daraus gemacht. Wir haben einen Standort in Oberwil, einen in Laufen. Wir haben VW-Vertretung, wir haben Skoda-Vertretung, wir haben Audi-Service. Wir haben Postauto, wo wir in Laufen warten. Dort haben wir noch Iveco-Vertretung. Und eben, wie gesagt, drei Betriebe. Das ist ein grosses Angebot. Was Sie mir vorher erzählt haben, ist, dass der Betrieb 6 Tage in der Woche offen hat. Genau, das ist unsere Spezialität. Wir haben hier in Metzelen vom Dienstag bis zum Samstag offen. Und in Oberwil haben wir vom Montag bis zum Freitag offen. Das heisst, wir sind der einzigste Betrieb in der Region, der 6 von 7 Tagen für einen Kunden hier ist. Das heisst, am Samstag, wenn ich frei habe, kann ich mit meinem Auto hier ankommen und das Auto zur Reparatur geben. Oder ich kann hier ankommen und schauen, ob es Auto gibt, das mich interessieren würde. Ganz genau. Wir haben viele Kunden, die kommen hier offen, genießen die Natur hier, Kalhöhe. Man hat einen Ausblick auf Vogesen. Man kann wandern, man hat gute Restaurants, man kann auf Maria Stein beten. Das Angebot ist vielfältig. Sie dürfen auch bei uns mit dem Internet an der Hand warten im Kundenbereich. Sie haben mir ja erzählt, oder? Man kann hier aufklettern. Ich glaube, ja, ein paar, 2-3 Stunden ist man hier oben und dann hat man einen Weitblick. Man sieht Feldberg, man sieht Grand Ballon und man sieht Eigenmönch und Jungfrau. Ganz genau, ganz genau. Wir sind in der letzten Jura-Hügelkette und Sie haben von uns eine Aussicht auf die Vogesen, auf den Schwarzwald und von der Emelweide sogar auf Berner Alpen. Super, und jetzt machen wir einen Blick, eine Weitsicht, eine Notsicht ins Auto rein. Wir gehen rein, hier, ja, da sehe ich gerade ein so Auto, Cabriolet, das ist natürlich der Traum von jedem jungen Bub, ja. Und jetzt, Sie sind ja nicht der Verkäufer, ja? Sie sind ja der Besitzer eigentlich, ja, und Sie haben den Verkäufer. Der Verkäufer oder Herr Fero kommt schon. Super, das ist schön. Freut mich, ja. Darf ich reinsitzen? Ja, weil am besten ist, man muss das ja spüren, das Auto, das ist eine sinnliche Wahrnehmung. Ganz toll, meine Güte. Ah, huch. Das ist ein richtiges Sportauto, ja. Sitzt man schön tief. Das ist einfach lässig. So, setze ich mich einmal zu Ihnen hin, Herr Judy. Ja, das ist lieb. Fühlen Sie sich wohl? Ich fühle mich sehr wohl sogar, ja. Ich komme mir vor wie ein Rennfahrer, ja. Ja, das ist ein sportliches Auto, es ist ein Golf GTI Cabriolet und ein sehr sportliches Fahrzeug natürlich. Für ein Bärli, der gerne mal im Mondschein geht fahren oder im Sonnenuntergang, wie auch immer. Das ist eigentlich genau das, ja, was immer mich fasziniert. Ich gehe an einen Autosalon, sehe ganz tolle Autos und denke, das möchte ich haben, das möchte ich haben. Aber was mir dann fehlt, ist wirklich der Kontakt zum Verkäufer, der Kontakt zu einem Menschen, der mir auch irgendwie noch bringt, was ist das Auto, das ich brauche. Ja? Dass ich nicht irgendwie mit einem Auto heimkomme, das ich dann eigentlich gar nicht brauchen kann.
Sie bringen sich einen gemeinsamen Nenner. Wichtig ist einmal, man hat ja irgendwelche Vorstellungen, die man vielleicht gar nicht kann brauchen in seinem Leben. Der Verkäufer tut es schlussendlich ein bisschen analysieren natürlich und herausfinden, was braucht der Kunde effektiv. Es ist sehr, sehr wichtig, ist einmal zuzuhören, was der Kunde effektiv für Vorstellungen hat und nachher das irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Also sicher... Seid es Familie, ist er alleinstehend, braucht er viel Platz oder braucht er es nur für einen Plausch? Das sind x Faktoren, die sehr, sehr wichtig sind, um das Ganze zu analysieren, was er wirklich braucht. Am idealsten wäre ein Auto, das sich dann wo mit der Familie wächst oder wo mit den Veränderungen im Leben auch umgeht. Aber man kann ja ein neues Auto kaufen, ja. Die Frage ist, will einer ein Auto für 10 Jahre oder nur für 4 oder für 3 Jahre? Das gibt es ja nicht. Will man nur für 2 Jahre ein Auto? Also, dann kann es ja Fun sein für 2 Jahre. Und dann sage ich, in 2 Jahren will ich eine Familie. Und dann kann es etwas grösser sein. Also, so ist jeder ein bisschen anders gestrickt, natürlich. Oder? Kommen Sie hier an und testen Sie selber einmal, wie die Autos an Ihrem Körper sich anpassen.